Community und herzlich willkommen zum Opening eines neuen Kiosk-Displays. Wir haben ja schon ein bisschen länger keine Kiosk-Displays mehr hier auf dem Kanal aufgemacht, denn wir hatten ordentlich Produkt-Releases die letzten Monate. Aber nun haben wir endlich mal wieder ein bisschen Luft und können auch mal wieder Produkte abseits des normalen Release-Zykluses aufmachen. Und heute haben wir die originale Legendary Duelists Nummer 1, würde ich jetzt mal sagen. Aber sie hat ja gar keine Nummer, sondern ist einfach nur Legendary Duelists, die wir heute aufmachen werden. 18 Booster wieder. Ich bin gespannt, wie die Ratio wieder hier sein wird. Die sind ja immer so ein bisschen mal oft, manchmal ein bisschen mehr Super Rares, manchmal ein bisschen mehr Ultra Rares. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Mal sehen, ob wir da was Cooles draus ziehen können. Und falls ihr euch wundert, wo kommt das her? Machst du nicht normalerweise, wenn du Sachen kaufst, dass du die auch vorstellst? Das ist korrekt. Wir hatten leider die letzte, also das kam alles relativ eng von der Zeit her an hier. Deswegen, die Episode morgen kommt, ihr werdet das unter anderem mit bei den Produkten dabei haben. Aber da wird noch ein bisschen mehr kommen, aber ich will da gar nicht mehr so viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir steigen ein und gucken mal, was wir aus diesem Kiosk-Display alles so ziehen können. So, da haben wir das Set und gucken wir mal, wie wir es hier aufkriegen. Es ist ein bisschen lediert, das ist aber nicht schlimm, solange der Inhalt nicht lediert ist. Das, denke ich mal, wird es nicht sein. Ich habe ja das schon letztes Jahr gehabt, als ich die von der Gamescom mitgenommen hatte, die entsprechenden Displays. Da war es auch so, dass sie so ein bisschen was mitgekriegt haben, aber ansonsten sehen die halt immer normalerweise noch ziemlich gut aus. So, da soll das kein Problem sein. Wir können ihn auch nochmal so ein bisschen aufbauen, wie es halt im Laden auch stünde. Steht jetzt nicht ganz so stabil mehr, aber hey, schauen wir trotzdem mal rein. So. Ah, rotäugiger Retro-Drache. Wehekreut-Ankopplungszone. Yomi-Schiff. Amazonisches Dorf und Megaroid-Stadt. Vieles davon ist ja mittlerweile reprintet worden. Einmal in der Legendary Duelist Season 1 natürlich. Aber halt auch zum Teil in anderen Sets. Löwotaurus. Amazonische Schwertkämpferin. Hydrogeddon. Cyberfinsternis Zacke und DHO-Verbindung. Ich weiß gar nicht, wann kam die Legendary Duelist original raus? War das 2018 oder 17 kamen dann die ersten raus. Schon so lange her. Legendärer Fischer. Oh, Spoiler vielleicht. Rotäugiger schwarzer Drache. Ein grimmiger Drache, dessen Angriff tödlich ist. Sehr cool mit dem OG-Artwork hier drin ja gewesen. Ein legendärer Ozean. Heimlicher Angriff zu Wasser. Ja, wir haben uns gespoilt. Und wir haben amazonischer Baby-Tiger als Ultra-Rare. That's pretty nice. Auch wenn er selbst in Ultra-Rare nochmal in der Legendary Duelist Season 1 nochmal reprintet worden ist. In den ganzen bunten Farben und mit dem ganz normalen Gelb. Ist das trotzdem sehr, sehr cool. Die legen wir gerne raus. Ist das hier noch richtig die Verteilung? Also hier ist anscheinend die Holo noch hinten. Bei den neueren ist es doch jetzt so, dass die Holo zuerst kommt, wenn ich mich recht entsinne. Oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf? Das Gefühl ist bei uns, dass jetzt mittlerweile geswappt worden ist, wann die Holo kommt. Aber das ist schon mal sehr gut. Eine schöne Ultra-Rare. Cyberfinsternis Knochen, Wasserdrache, Cyberfinsternis Zacke, der legendäre Fischer und Mixeroid. Gehen auch sehr easy auf. Legendärer Fischer Nummer 3. Cyberfinsternis Horn, Ririoko, Drachenodem des Infernos und Cyberfinsternis Kanone. Ich bin ja eine Kanone. Amazonische Schwertkämpferin. Amazonische Bogenschützin. Eins der vielen Burn-Monster, die es noch gibt, die nicht Hard Ones per Turn burn. Mit der könnte man theoretisch ein paar Loops machen, wenn man immer genug Monster zur Verfügung hier stellen kann. Ein legendärer Ozean, Megaroid Stadt als Rare. Dann haben wir hier Super Vehicroid Mobile Base als Super Rare. Also das Roid Deck habe ich bisher noch nicht irgendwo überhaupt mal was tun sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals auf Locals ausprobieren wollen würde. Das würde mir so wehtun, glaube ich. Oh mein Gott. Und diesen. Oh, ich glaube, das kann nicht gut sein. Kugel Kuribo, legendärer Fischer 3, Rüstungsroid, H2O-Verbindung und DHO-Verbindung. Das Beste, was Roid hier rausgebracht hat, ist halt so ein paar Speedroid-Karten, die man in anderen Decks auch gut nutzen kann. Ich würde gerne einen Mint aufkriegen hier, von dem, weil das ein alter Booster ist. Ich weiß nicht, ob ich die damals zur Seite gelegt habe. Ein legendärer Ozean, Drachenodem des Infernos, Cyberfinsternis Knochen, Yomi-Schiff und Amazonischer Ruf. Das geht einigermaßen. Von vorne ist auf jeden Fall sehr gut. Wehekreuz-Ankopplungszone, Hydrogeddon, amazonische Bogenschützin, D2O-Verbindung. Und dann haben wir, rotäugiger Zahn mit Kette. Ich glaube, der war damals in der Legendary Duelist Season 1 als Secret Rare Promo drin, glaube ich. Sehr schön.
2 Ultras, eine Super bisher. Okay. Noch ist ja ein bisschen to go. Es ist ja quasi von der Größe ein halbes normales Legendary Duelists Display. Oxygeddon, Rüstungsroid, Wasserdrache, Überraschungsballons und Megaroid-Stadt. Ich glaube, die kamen damals auch in New Challengers als Common raus, dass hier auch nochmal dabei ist. Okay. Wir hatten immer noch den Feuerdrachen von Bastion, ne? Nicht nur den Wasserdrachen hier. Monster-Reinkarnation, ein legendärer Ozean, Expressroid, Zorn von Kairi Yoshin als Rare, dann haben wir Cyberfinsternis Inferno als Super Rare. Ich glaube, die war dann auch noch, ich glaube, als Common oder so in dem Structure Deck drin von denen. Die Field Spell. Legen wir mal jemand raus. So. Man auch nicht sauer auf, die sind echt stark verklebt. Cyberfinsternis Horn, die goldenen Äpfel, Überraschungsballons, Kugelkoribe und amazonischer Ansturm. Try it again. Wenn man so ein bisschen Auswahl hat. Ne, die wollen immer vorne abreißen, das ist ja schade. Wasserdrache, Expressroid, Drachenodem des Infernos, H2O-Verbindung und Cyberfinsternis Klaue als Rare. Ich glaube, die waren damals auch neu gewesen, oder? Die Cyberfinsternis-Stuff. Das waren, glaube ich, die neuen gewesen, ne? Und dann gab es noch mal das Structure-Deck, was noch mal mehr Support im Deck gegeben hat. Das ist unglaublich. Ich sehe nicht Mint auf hier. Monster-Reinkarnation. Löwe-Taurus, Rotäugiger Retro-Drache, Mixeroid und dann wieder Cyberfinsternis-Dunkelheitsdrache als Super Rare. Nice. Sehr schön. Ich kann mich noch gut an die Sneak erinnern mit dem ganzen Cyberfinsternis-Kram. Was dann, was war das? Zacke Control war? Oder so? Oh, der ist sehr gut. Der sieht gut aus. Hier wird auch keine Holo drin sein, weil das Gefühl, dass es immer so alle 2-3 Booster eine Holo kommt. Oh, aber eine sehr gute Common. Rotäugiger schwarzer Drache. Ja, den Text haben wir schon vorgelesen. Amazonisches Dorf, Hydrogeddon, Ririoko und Megaroid Stadt. Ririoko, eher eine Torwächterkarte, Leute, das wisst ihr doch. Mittlerweile sowieso. Thematisch komplett eine Torwächterkarte. Wie so gesehen. Oxygeddon, Löwotaurus, legendärer Fischer, Überraschungsballons und amazonischer Ansturm. Ja, wenn wir mit 6 Holos rausgehen, sind wir, glaube ich, ganz gut. Und ich würde erwarten, dass jetzt noch eine noch kommen wird. Ob es eine Ultra oder eine Super Rare ist, das werden wir dann sehen. Legendärer Fischer Nummer 3, Hydrogeddon, amazonische Schwertkämpferin, D2O-Verbindung. Und dann haben wir, Red Eye Slash Dragon. Da kam dann, glaube ich, auch als Secret Rare Promo raus damals dann. Nachher in der Legendary Duelist Season 1. Sehr schön, sehr cool Ultra Rare. Nice. Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Pack. Mal gucken, wenn da jetzt noch eine Hole dabei wäre, wäre natürlich super nice. Ririoko, rotäugige Version. Ich glaube, das ist die erste, die wir ziehen, oder? Cyberfinsternis Horn, rotäugiger schwarzer Drache nochmal. Nice, sogar Playset hier aus einem halben Display quasi. Und Cyberfinsternis Kanone nochmal als Rare. Ja, dann können wir ja auch gleich direkt zum Recap kommen. Machen wir erstmal die Rares. Da haben wir bei den Monstern eine Klaue, zweimal die Kanone, zweimal den Mixeroid. Dann bei den Monstern viermal die Megaroid statt. Sehr oft in zweimal die D2O-Verbindung. Ein Zorn von Kairi Yoshin und eine amazonische Ruf. Gute Karte für das Deck. Dann zweimal den amazonischen Ansturm, zweimal die DHO-Verbindung und einmal heimlicher Angriff zu Wasser, was auch eine coole Karte ist für das Umi-Deck. Und dann können wir auch gleich zu den Holos kommen. Fangen wir da erstmal direkt mit den Super Rares an. Da haben wir einmal Cyberfinsternis Inferno, einmal den Super Vehicroid Mobile Base und ein Cyberfinsternis Dunkelheitsdrachen. Und dann bei den Ultra Rares haben wir einen amazonischen Baby Tiger, einen rotäugigen Zahn mit Kette und einen rotäugigen Hiebdrachen. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, ein guter Schnitt. Das, was man so ungefähr erwarten würde aus dem Display. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt hier unzufrieden wäre. 6 Holos ist, glaube ich, ein sehr guter Schnitt. Und ja, sehr cool, dass wir ein weiteres Legendary Duelist als Kiosk-Variante nun hier bei uns mit auf dem Kanal hier auch mal mit öffnen konnten. So, das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.